Wir haben eine Nintendo Switch Pro bekommen und die Grafik in strahlender Diamant und leuchtende Perle ist plötzlich gut? Naja, nicht ganz. Denn nach einigen Gerüchten haben wir nun eine Ankündigung zu einer neuen Version der Nintendo Switch-Familie bekommen. Nur ist es keine Nintendo Switch Pro unbedingt, mit besserer Grafik und CPU und so weiter und so fort, sondern es ist die Nintendo Switch OLED-Version. Das ist eine Nintendo Switch-Variante, die am 8. Oktober rauskommt und einen OLED-Display hat, oder OLED, aber OLED hört sich, glaube ich, ein bisschen besser an. Das bedeutet, dass das Display etwas größer ist, statt 6,2 Zoll nun ein 7 Zoll Display, also statt 15,75 cm 17,78 cm, also etwas größer, und es ist natürlich ein OLED-Display, bedeutet, dass es auch generell eine schönere Farbtiefe gibt und der Kontrast besser rüberkommt. Da bei dieser Art von Display jeder einzelne Bildpunkt in der Helligkeit verändert werden kann, was für ein besseres Bild sorgen kann. Also ist es auf jeden Fall schon mal ein nettes Update. Noch dazu hat die Nintendo Switch einen breiteren Aufsteller, den man besser verstellen kann, denn der Aufsteller der alten Nintendo Switch ist eigentlich so ziemlich ein Witz, aber der neue Aufsteller sieht auf jeden Fall etwas stabiler aus, was, denke ich mal, für unterwegs ziemlich praktisch werden kann. Außerdem wurde der interne Speicher von 32 GB auf 64 GB erhöht, also auch eine ganz nette Sache, und bessere integrierte Lautsprecher sind nun vorhanden. Das bedeutet, dass der Ton einfach nochmal besser ist. Logisch. Das war es aber tatsächlich zu den Updates der Konsole an sich. Es gibt aber noch zusätzlich eine neue Docking Station, die auf jeden Fall um einiges stylischer aussieht, das muss man sagen. Und nun ist endlich mal ein integrierter LAN-Adapter dabei. Also, yay! Hat ja nur 4 Jahre gebraucht. Sonst gibt es technisch gesehen aber keine Updates, denn auch der Batteriespeicher hat sich nicht verändert zur Version 2 von Nintendo Switch. Es gab ja schon mal eine zweite Version mit etwas besserem Akku. Also da sind wir immer noch bei 6,5 bis 9 Stunden so in dem Dreh. Bei Zelda Breath of the Wild dann noch weniger. Also ja, technisch gesehen erstmal nichts Besonderes. Aber trotzdem ein cooles Update für Leute, die noch keine Nintendo Switch haben und sich überlegt haben, eine Nintendo Switch sich zu holen und unterwegs diese mitnehmen wollen. Nur wird diese natürlich etwas mehr kosten, das ist klar. Aktuell wird der Preis im amerikanischen Raum gelistet für $350. Bedeutet im deutschen Raum, dass wir wahrscheinlich noch mehr bezahlen müssen, weil eigentlich nach Dollar-Euro-Kurs müssten wir weniger bezahlen, aber dank Steuern und so weiter und so fort ist es meistens mehr. Also $299 kostet zum Beispiel die Nintendo Switch in Amerika und dafür halt 330 Euro in Deutschland. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch mit einem höheren Preis hier rechnen dürfen. Also alles in allem etwas nicht wirklich Besonderes für Leute, die schon eine Nintendo Switch besitzen. Deswegen ist das wirklich nur etwas für Leute, die noch keine haben. Aber ich denke, für die Leute ist es auf jeden Fall eine coole Sache, wenn man das nötige Kleingeld hat. Aber für die Pokémon-Fans da draußen gibt es natürlich auch nochmal ein kleines Update. Denn man hat ein wenig Pokémon strahlender Diamant und leuchtende Perle Gameplay gesehen. Und man muss sagen, man hat gesehen, dass das Gameplay etwas besser aussah als in vergangenen Trailern und auch in der Demo-Version. Im Nintendo eShop gab es ja bereits so Bilder. Also man kann auch keine Demo-Version spielen, aber es gab bereits Bilder im Nintendo eShop und man konnte dort auf jeden Fall erkennen, dass es schon kleine Updates gab, die jetzt nochmal etwas verbessert wurden. Wenn wir uns zum Beispiel diesen Screenshot hier anschauen, sehen wir, dass der Charakter auf jeden Fall etwas besseres Shading erhalten hat und vor allem der Rucksack sieht um einiges besser aus. Also ich finde, der sieht echt schön modelliert aus, muss man mal sagen, im Vergleich zu dem, was davor war. Der wirkte etwas platter, das wird jetzt etwas dreidimensionaler und auch die Animation zum Reingehen und so weiter und so fort wirkt schon ganz cool, wobei man sagen muss, dass der Charakter einfach nur starr dasteht und nichts macht, keine Bewegung hat und sich nur irgendwie so ein bisschen im Raum dreht. Das wirkt noch sehr komisch. Ich hoffe, das wird angepasst. Aber an und für sich sieht man auch da noch in den Hintergründen so leichte Anpassungen und alles drum und dran. Und es passt jetzt auch einfach ein bisschen besser. Weil man muss sagen, im allerersten Trailer sah es einfach so aus, man hatte die Overworld, den Chibi-Style, der teilweise ganz schön aussah, aber auch nicht jedem gefallen hat. Und da hat man Gameplay-Szenen gehabt, die überhaupt nicht zu dem gepasst haben, was man in der Overworld gesehen hat. Und natürlich ist es immer noch jetzt nicht extrem passend. Es sind immer noch so zwei Puzzleteile, die nicht ganz zusammenpassen, aber es sieht auf jeden Fall etwas angepasster und vor allem etwas schöner aus. Aber natürlich ist es jetzt kein riesiger grafischer Sprung.
muss man noch dazu sagen. Dennoch denke ich, dass wenn wir die Spiele dann in den Händen halten, auf jeden Fall etwas positiver gestimmt sein könnten, als wir es ganz am Anfang waren. Weil, ja, da war bisher ja das Stimmungsbild nicht unbedingt so positiv. Das war's aber auch von diesem kleinen News-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke mal, das hat einige interessiert. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns bei anderen normalen Videos in Anführungszeichen wieder. Heute war eigentlich was anderes geplant, aber es hat sich natürlich angeboten. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.